Ja, wunderbar, wunderbar. Im Zuge des Crashes, des DAX-Crashes und überhaupt der gesamten, ja, Krisenlage an den Märkten, Aktienmärkten, ist auch der Silberpreis gesunken, logisch, klar, weil das Wort Rezession verlässt die Münder immer häufiger und ja, manche Institutionen, wie zum Beispiel das deutsche Statistische Bundesamt, also das offizielle Statista-Bundesamt in Deutschland, rechnet ja ständig irgendwelche Zahlen schön, ja, dass man ja nicht auf also der normale, in Anführungsstrichen, normale Bürger ja nicht auf die Gedanken kommen könnte, dass wir uns bereits in einer Rezession befinden in Deutschland. Ja. Andere wissen das, andere, die zum Beispiel in der Industrie mit zu tun haben, die wissen das schon seit einem Jahr und länger. Ja. Also letztendlich, ich telefoniere da teilweise in Kontakte rein, die schon seit Wochen auf Sonderurlaub sind, ja. Und ich rede hier von großen mittelständischen Firmen, ja, deren Namen ich natürlich nie nennen würde, ja. Und also das, also da wo halt sozusagen die Hausfrau, die im Kosmetikladen arbeitet oder so, vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ja. Sprich, aka die große Masse, und die versucht man halt über irgendwelche Schönrechnungen halt dann zu blenden, ja, oder Tagesschauen oder Nachrichten oder was weiß ich, ja, oder sonstige Sprachrohre der Regierung, ja, das können auch irgendwelche Banken, Berater sein, die halt einfach im Hintergrund verknüpft sind mit irgendwelchen anderen Leuten und so weiter, da also sich vom Stammtisch her kennen und so weiter. Und also da noch auseinanderzuhalten, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Okay, soweit mal zur Rezession, aber letztendlich der Markt ist letztendlich, was wir in Charts dann sozusagen in Form von Charts wiedergespiegelt bekommen, was der Markt denkt, und der nimmt letztendlich, so soll es ja auch sein, nimmt letztendlich auch immer was voraus und oder vorweg, und wenn die Konjunktur schwächelt, schwächelt immer der Silberpreis. Beim Goldpreis ist es immer ein bisschen, der hat so ein bisschen sein Eigenleben, aber bei Silber kannst du die Uhr nachstellen, weil einfach in Silber ein Industriemetall ist. Jetzt gehen wir langsam in die Richtung wieder auf 14 Euro sind wir hier. Ich glaube, das ist jetzt der Euro. Nee, Quatsch, das ist US-Dollar. Da oben steht es ja. Ne? Also XAG, das ist letztendlich das Zeichen, das Kürzel im Forex- und Rohstofftrading, also das professionelle Kürzel für Silber. Und versus US, das heißt, wir sind hier im US-Dollar. Ja, gut. Und wenn wir hier jetzt letztendlich auf wir sehen es auch dann auf unseren Edelmetallhändlern, da kannst du auch drauf schauen, dann siehst du es ja auch, ja, dass wir quasi noch im Vergleich zu vor ein, zwei Wochen der Silberpreis pro je Feinunze Anlageunze, ja, also Anlagemünze, sorry, um knapp 2 € gefallen ist. Also wir sind jetzt letztendlich eine Zeit lang, was heißt eine Zeit lang, seit Sommer letzten Jahres, man sieht ja hier auch, mehr oder weniger du hast ja immer ein bisschen Aufschlag. Ja, also wenn du hier 18 Dollar siehst, dann zahlst du halt beim Edelmetallhändler zahlst du ungefähr 20 Euro, 19, zwischen 18 und 20 Euro. Und das Ganze hat sich jetzt mal eben kurz um 20%, also eigentlich fast so identisch wie der DAX-Abschlag, ja, auch dort wiedergespiegelt. Und wenn wir jetzt sozusagen wieder in die Region kommen mit 16 Euro, dass ich für 16 Euro eine Münze bekomme, ja, je Feinunze Anlagemünze, 15, 16 Euro, dann sind wir hier in einer massiven Widerstandszone. Das wäre hier so ein Äquivalent zu 14, 15 Dollar. Also das ist nicht mehr weit hin, wir sind jetzt bei 15 Dollar, 7, 8, 4. Und dann würde ich sogar wieder irgendwo versuchen, mir ein bisschen ein Stückchen Cash rauszuzaubern, ja, aus dem Sack zu leiern sozusagen, und dann wieder in Richtung Edelmetallhändler zu marschieren und da wieder mein Konto, das ich ja dort sozusagen etabliert habe vor Ewigkeiten, wieder ein bisschen aufzufüllen. Ja, die deponieren das dann für mich alles und die erledigen alles. Ja, und also minimalste Gebühr, zumindest den Edelmetallhändler, den ich hier nutze in München,
Ja, und dann werde es sozusagen wieder da ein Ding hin. Ich habe mich jetzt nämlich sehr zurückgehalten mit den ganzen Edelmetallen. Ich sag's so, wie es ist. Ja, ich habe mein letztes Stück Edelmetall gekauft. Das war, wann waren das überhaupt? Oktober? Das war aber Gold und kein Silber, soweit ich weiß. Ja, also ich habe da wie gesagt so ein Konto, muss die mal drauf schauen. Ich schaue da nie drauf, weil das einfach auch eine Versicherungskonto für mich ist. Das ist kein Spekulation, also es sind ja physische Metalle, die da deponieren. Und du kriegst dann einfach so eine Karte, wo du, da kannst du dich dann halt sozusagen auch ganz normal ein Konto halt. Und die deponieren das halt in ihren Tresoren. Hier in München, glaube ich, in Erding und dann noch irgendwo in Liechtenstein und so weiter, was weiß ich, wo jetzt genau ist, auch in Wurst und auf jeden Fall, ja, und wie gesagt, ich würde jetzt halt zum ersten Mal, wenn es jetzt in Richtung 15, 14 Dollar hier geht, äquivalent 16 Euro je Feinunze-Anlagemünze, 16, 17 Euro, und ich gerade Zeit habe, wieder zu meinem Edelmetallhändler hinlatschen. Und dort so seit zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal Silber gekauft? Uff, weiß gar nicht, irgendwie war das letzten Frühling oder so? Müsste ich mal nachschauen. Ja, also seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten. Ja, so, das ist jetzt so mein kleines Bild hier zum Thema. Und man sieht jetzt auch wieder, ja, es geht ja nicht darum, also für mich selber ist es auch eine sozusagen Zufriedenstellung, weil ich nämlich auch schon diverse Videos gemacht habe zum Thema Edelmetallpreise und so weiter, als sie auch recht drastisch angestiegen waren. Auch im Sommer hinzu habe ich ja einige Videos, die auch gut besucht worden waren, also so mit 700 Views, Videos und so weiter, wo ich auch gesagt habe, hey, ich habe mich jetzt mal zurück hier irgendwelches Cash in Edelmetalle reinzustecken, weil ja, es ist halt einfach, auch die Preise gehen nicht ewig nach oben. Ja, und siehe da, ich versuche halt meinen Einstiegspreis bei Silbermünze halt ungefähr zu halten, sagen wir mal so durchschnittlich zwischen 16 und 18 Euro. Ja, das ist jetzt hier so ein Äquivalent zu 14 bis 16, 17 Dollar. Ja, wie gesagt, dann musst du es immer umrechnen mit Aufschlag. Du hast dann immer noch quasi auch noch, ich glaube, 7% Mehrwertsteuer mittlerweile. Und ja, der will ja auch noch was verdienen, der Edelmetallhändler. Ja, also du musst immer noch 1 Euro oder so dazulegen. Aber wie gesagt, ist eine langfristige Sache, ist eine Versicherung, ist ein, ja, ist eine kleiner, sozusagen eine kleine Diversifikationsposition, ja, zum Streuen und weil ich halt auch, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch ein Herz für Edelmetalle habe. Also ich finde es einfach was Schönes. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht nur eine rein rationale Geschichte, es ist auch ein bisschen ja mit Liebhaber. Ich habe auch so ein paar Sammlermünzen und so weiter und von daher, ja, also so ein Misch aus verschiedenen Dingen. Und ich denke, wenn man den Durchschnittspreis einigermaßen so hält, wie ich das mache, halt, ja, zudem kommt ja noch, dass der Silberpreis grundsätzlich auch immer sehr gern manipuliert wird, ja, und auch wohl über Jahrzehnte hinweg, ja, habe ich auch schon Videos darüber gemacht. Das ist jetzt irgendwann mal nach 15 Jahren kommen sie daher und ziehen drei, vier Spekulanten von JP Morgan vors Gericht, ja. Und sind auf den Gedanken gekommen, dass die seit 15 Jahren den Silberpreis manipulieren. Boah, das ist halt auch einmal kurz in den Nachrichten ist es aufgepoppt und dann ist es wieder versiegt. Ja, interessiert jetzt keine Sau mehr. Also war halt so. Ne? Es ist also. Okay. Und riesige Edelmetall-Communities von Zehntausenden von Leuten wundern sich, dass der Preis nicht steigt. Und kaufen immer fleißig. Naja, also wir sind jetzt hier. Der Preis wird langsam wieder interessant und damit soll das Video auch, soll es auch wieder, belasse ich das auch wieder zum Thema Silberpreis. Ne? Ich weiß, einige sind da richtig heiß drauf, denn es ist egal, was passiert, die kaufen grundsätzlich immer Silber. Aber es gibt halt auch einige, die sich ständig Fragen stellen: Ist jetzt der Preis gut? Ist es nicht gut?
Und das ist sicherlich eine der leichteren beantworteten Fragen, als wie jetzt also zu mancher Aktie, ja, wo man jetzt gerade nicht mehr richtig sicher ist. Zählt da überhaupt noch irgendeine Bewertung? Ja? Momentan wahrscheinlich gar nicht. Ja? Also dieses ganze EBIT, KGV, Cashflow, momentan ist ja alles wurscht, ja? Was ein Unternehmen letztendlich hat oder produziert. Ja? Das ist, wenn es runtergeht, gehen alle runter. Ja? Und bei Silber ist es halt ein bisschen ja, weniger mit weniger Nerven verbunden, würde ich mal so sagen. Ja? Und sollte es jemals zum Eurobruch kommen oder zur Inflation oder ähnliches, dann sehe ich natürlich hier, dann wird es mal hier wahrscheinlich auch mal wieder einen Anstieg geben. Dann wird es auch die Manipulation wird dann irgendwie letztendlich, also die Preisdeckelung, die ja sozusagen künstlich da immer gemacht wurde und wahrscheinlich immer noch wird, halt jetzt von anderen, wenn die jetzt vors Gericht gekommen sind bei JP Morgan, dann machen das halt andere, ja. Der Deckel wird dann wahrscheinlich auch wieder mal weggeblasen und dann, ja, dann kann sich der Silberpreis auch mal ganz schnell verdoppeln oder verdreifachen. Und für den Fall hast du halt dann auch ein paar Münzen oben liegen. Ja? Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum